Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Piercing-Update. Ich habe einige mehr oder weniger neue Piercings, über die ich kein Verheilvideo bis jetzt gemacht habe. Vielleicht kommt noch eines, wenn das ein oder andere Piercing dann nochmal verheilt ist. Aber somit dachte ich mir, es gibt heute einfach ein kleines Update von all meinen Piercings, die mehr oder weniger neu sind und über die ich euch noch nichts Näheres berichtet habe. Fangen wir mit dem ältesten neuen Piercing an und das müsste theoretisch mein Rook-Piercing sein. Ganz viele von euch hätten da gerne ein Update dazu gehabt und prinzipiell werde ich euch das auch gerne geben, beziehungsweise sogar ein Verheilen-Video. Aber das Problem ist, dass es einfach noch nicht verheilt ist und ich kann ein Verheilen-Video erst hochladen, wenn das Piercing halt auch mehr oder weniger verheilt ist. Es hat relativ lang relativ gut funktioniert und es gab eigentlich relativ wenig Drama. Und jetzt seit circa 2 Monaten ist es so, dass es immer wieder so ein bisschen nässt und deswegen sich Krusten bilden und ich bin halt leider Gottes jemand, der immer wieder gerne an diesen Krusten herumkratzt. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt, macht das nicht. Ich weiß, ich predige immer vom Wasser und trinke dann selbst den Wein so gefühlt. Aber ich kann euch trotzdem empfehlen, macht das nicht, denn es ist einfach nicht intelligent für eure Piercings. Aber ich kratze halt leider Gottes immer wieder dran herum. Ich weiß, dass es besser geworden ist, als ich nicht dran herum gekratzt habe. Aber das ist halt so ein Tick von mir, dass ich immer wieder dran herumkratze. Somit ist es jetzt auch ein bisschen geschwollener, als es schon war. Also es war schon erheblich besser. Und ist jetzt wieder ein bisschen geschwollener immer wieder. Das liegt aber eben daran, dass ich dran herumkratze. Aber da sieht man wieder mal, dass ein Piercing, das eigentlich schon verheilt wirkt, nicht unbedingt verheilt sein muss. Also es ist einfach so, dass Piercings auch mal Drama machen können, obwohl sie schon verheilt wirken. Und das ist gerade bei den Knorpel-Piercings einfach ganz oft der Fall. Kommen wir zum absolut genauen Gegenteil, nämlich zum Dive-Piercing. Und da habe ich halt mitbekommen, ich habe ja ein zweites, das Der große Ring ist das neue Piercing und das war super spannend, denn das habe ich knapp nach oder knapp vor dem Rook gemacht, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall habe ich das auch um den Dreh herum genauso lang und da habe ich auch am Anfang so ein bisschen drauf herumgekratzt und habe es dann gelassen und jetzt ist es super verheilt. Also die Kathi meinte das letzte Mal, das ist so schön verheilt, beiden geht es total gut. Die werde ich über kurz oder lang auf jeden Fall wechseln lassen, da werde ich euch natürlich auch mitnehmen, weil die einfach mittlerweile super schön verheilt sind. Die waren auch wirklich sehr unkompliziert. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich sie in Ruhe gelassen habe und nur noch ab und dann eingesprüht habe und das war's, waren die wirklich super unkompliziert. Vor allem ist beim Dive im Gegensatz zum Rook ist einfach mega angenehm, weil du ohne Probleme von Anfang an drauf liegen kannst, weil die Kopfhörer überhaupt nicht stören, obwohl man das vielleicht denken würde, genauso wenig irgendwelche Helme oder sowas. Also das Dive ist auf jeden Fall von den Knorpel-Piercings her somit das angenehmste in der Verheilung, weil es keine Berührungspunkt mit irgendwas hat, dadurch, dass es so schön in der Ohrmuschel versteckt liegt. Ich habe zu beiden ein Live-Bestechen dabei gemacht, das verlinke ich euch natürlich gerne oben. Dann kommen wir zu meinem Nasenpiercing. Das habe ich noch nicht besonders lang, 2 Wochen, 2,5 Wochen, 3 Wochen um den Dreh herum. Und ich muss sagen, bis jetzt super chillig, viel angenehmer als das Septum-Piercing. An das konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Also ich hatte eher das Gefühl, dass die Nostrils ein bisschen anstrengender sind. Ich habe Schnupfen im Moment, deswegen ist die Haut rundherum super trocken. Aber ich kann mich relativ gut schneuzen, ohne dass es weh tut. Es ist im Moment nur sehr viel los rund um meine Nase herum. Und was so ein bisschen ein Problem an der Sache ist, ist, dass ich mich aber nur mit dem frischen, nur mit dem rechten immer wieder in den Septumring einhänge, wenn ich Nase putze. Also wenn ich die Nase zusammendrücke, passiert es ab und an, dass ich mein, das ist so ein Labrettschmuck und dass sich der ins Septumring einhängt. Und dann ist es immer so, und dann muss ich irgendwie in meiner Nase herumfahren, dass ich das Piercing wieder aus diesem Septumring rauskriege. Das ist ein bisschen widerlich. Aber ansonsten ist das Nostril Piercing bis jetzt wirklich super chillig und ich hoffe einfach, dass es so bleibt, dass ich keine super ekelhafte Wundblase bekommen werde. Aber zu den Nostril Piercings wird es auf jeden Fall dann ein Update geben, wenn es komplett verheilt ist, weil ich dann über alle 4 Nostrils ein bisschen was erzählen will, weil es super spannend ist, weil selbst wenn Piercings auf einem und demselben Körper sind, ist es einfach oft der Fall, dass sie trotzdem unterschiedlich, ganz unterschiedlich verheilen, einfach weil der Körper gerade anders drauf ist oder weiß ich nicht, wegen allen möglichen anderen, obwohl sonst alle Einwirkungen eigentlich dasselbe sind, selber Piercer, selbe Nase und trotzdem kann es ganz, ganz unterschiedlich laufen und bei mir ist es bis jetzt ganz unterschiedlich gelaufen und wie gesagt, bis jetzt ist mein Nostril ein sehr chilliges und sehr angenehmes Piercing. Dann sind wir bei meinem Helix, das habe ich noch kürzer, das habe ich vielleicht, jetzt, ich glaube das Helix habe ich jetzt seit 1,5 Wochen. Und das ist auch ein super chilliges Piercing. Also, oh mein Gott, ich kann fast nur über chillige Piercings im Moment berichten. Ich kann drauf liegen, es tut
weh, wenn ich direkt drauf drücke. Es ist auch so ein bisschen warm, aber dadurch, dass mein Industrial immer wieder spinnt, weiß ich gar nicht, ob das wirklich das Helix oder nicht das Industrial Piercing ist. Ich habe von Anfang an drauf liegen können, ohne Probleme, es hat überhaupt nicht wehgetan. Ich bin ein-, zweimal mit meinen Haaren oder mit den Bürsten oder so hängen geblieben oder beim Ausziehen, aber es ist alles total vertretbar und tut nicht megamäßig weh, obwohl man hängen bleibt und obwohl es super frisch ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass das... dass der Knorpel da oben halt einfach super dünn ist. Also ich glaube, dass das der Grund ist, warum es so angenehm ist, weil er einfach so super dünn ist, dass du gefühlt einfach nichts durchstochen hast. Also da ist ein normales Helix oder ein Conch oder ein Snack halt, da ist viel mehr Knorpel da, den du stichst. Und somit ist das bei dem oberen Helix einfach bis jetzt sehr chillig und das ist sehr angenehm. Und ich bin jetzt schon wieder am Überlegen, ob ich mir da noch ein zweites oder ein drittes machen soll, weil die so angenehm in der Verheilung sind und so super schön ausschauen. Dann kann ich noch kurz was zu meinem Nabelpiercing berichten. Das habe ich mir auch neu stechen lassen und das ist mittlerweile auch verheilt. Das habe ich seit einem halben Jahr. Und ein halbes Jahr für ein Nabelpiercing ist voll in Ordnung. Also ich würde sagen, es ist sogar schon seit gut 4 Monaten, also seit gut 2 Monaten, seitdem ich es 4 Monate habe, relativ verheilt. Im Sommer war es ein bisschen schwierig, weil ich trotzdem schwimmen gegangen bin. Das empfiehlt die Kathi logischerweise nicht, aber bleiben wir realistisch. Es war klar, dass ich schwimmen gehe, obwohl ich ein frisch gestochenes Nabelpiercing habe. Aber das ist natürlich nicht ideal fürs Piercing. Das war vielleicht auch mitunter der Grund, warum es dann doch ein bisschen gedauert hat. Aber allgemein war es total schnell, schön verheilt. Es sitzt jetzt auch schön in der Haut. Ich habe es mir neu stechen lassen, weil mein altes so stark rausgewachsen ist. Und auch das schaut meiner Meinung nach nicht dramatisch aus. Man sieht es, wenn man genau hinschaut. Aber es gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Und es ist jetzt, wie gesagt, mittlerweile so verheilt, dass ich es auf jeden Fall wechseln werde. Und da werde ich euch dann auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn es denn dann soweit ist. Das wird relativ bald passieren. Das war's mit meinen noch nicht verhaltenen oder schon halbwegs verhaltenen Piercings, würde ich sagen. Also über das Septum Piercing gibt es ein eigenes Video, über den Dermalenker gibt es ein eigenes Video, über den Dermalenker auf meinem Arm und über das Surface Piercing gibt es ein eigenes Video. Somit werde ich euch da jetzt nicht nochmal extra drüber berichten. Schaut da einfach bei den eigenen Videos vorbei. Das war's auf jeden Fall mit dem kurzen, knappen Piercing-Update. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! We'll be right back.